willkommen bei Let's Tea Talk. Ich war am Wochenende beim Coffee and Tea Festival in New York City. Ich wollte euch einfach mal davon berichten und euch auch zeigen, was ich von dort mitgenommen habe. Das Festival findet schon seit 13 Jahren jährlich statt und dieses Jahr war ich zum allerersten Mal dort. Man kann es sich eigentlich eher wie eine Expo vorstellen. Dort sind Kaffee- und Teehändler, die ihre Waren hübsch präsentiert auf Tischen auslegen. Man kann sich mit den Teehändlern unterhalten, man kann sie fragen, woher die Produkte kommen, wie sie produziert werden und das Allerbeste ist, man darf probieren. Ich habe mich wirklich durch jeden Teestand durchprobiert. Die Teehändler haben so kleine Proben aufgestellt, wo man dran riechen konnte und auch schön Tee in kleinen Kannen frisch aufgebrüht, die man dann auch probieren konnte. Da kann man ja nicht Nein sagen, oder? Ja, und dann muss ich natürlich auch bei einigen Ständen zuschlagen und habe auch was gekauft. Hier haben wir zum Beispiel einen Oolong, einen Gaba-Oolong. Habe ich noch nie probiert, musste also mit in die Tüte rein. Dann habe ich hier einen Masala-Chai. Die Händler hatten eine Probe dort gehabt und es hat wirklich sehr authentisch nach indischem Masala-Chai geschmeckt. Also musste ich den auch kaufen. Dann habe ich hier einen Tee, den ich sehr interessant fand, weil er in Würfelform gepresst ist. Und hier habe ich einen Aged Baojun. Baojun kenne ich, aber einen Aged noch nicht. Dieser hier wurde 1989 gepflückt und seitdem gelagert. Ich bin also gespannt, wie er jetzt schmecken wird. Dann habe ich hier einen Nanmei Wild Tree Buds. Das sind einfach nur weiße Teeblätter, die in der Sonne gebäckt wurden. Sie wurden nicht geröstet und auch nicht in der Pfanne erhitzt, wie man sonst macht, um die Oxidation zu verhindern. Der wurde einfach nur gebäckt. Bin gespannt, wie der schmeckt. Hier habe ich einen Matcha von Ippodo, die wirklich sehr leckeren Matcha-Tee haben. Die hatten vor Ort eine Dame gehabt, die den Matcha-Tee frisch zubereitet hat, der eine sehr leuchtend grüne Farbe hatte, was für gute Qualität steht. Und den musste ich auf jeden Fall mitnehmen. Hier habe ich noch so einen Bambusbesenhalter. Da kann man den Bambusbesen, den man zum Matcha schlagen braucht, nach dem Schlagen hier drauflegen zum Trocknen. So, ja. Und das war's auch schon. Beim nächsten Video kann ich ja mal die ganzen Teesorten hier aufbrühen und probieren. Dann sehe ich euch beim nächsten Mal. Tschüss!